liebe Leute, ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen hier aus Kalifornien. Ich bin gerade in Laguna Beach und mir fiel ein, dass ich noch eine Frage beantworten muss vom Superbiker-Fan. Der hat mir eine Frage gestellt auf das Video Autofahren in den USA. Die Frage, die er gestellt hat, war: Was für ein Auto soll ich mieten hier in den USA für einen Roadtrip? A. Ein Mustang Cabriolet oder ein SUV? Ich habe schon manche Roadtrips gemacht mit einem SUV oder mit einem Pickup Truck oder mit einem Sportauto wie einem Camaro, wo meine Frau fährt. Ich denke, ich kann dir persönlich oder auch allen euch draußen, wo das interessiert, die Frage beantworten mit ein paar Pro und Kontras für jedes Auto. Natürlich ist es ein Traum für alle, mal einen Mustang zu fahren hier in Amerika und das noch Cabriolet. Aber ist es tatsächlich die sinnvollste Lösung für einen langen Roadtrip? Ein Sportauto ist halt sehr hart gefedert. Man kann die Rücklehne, also der Sitz, die Rücklehne nicht wirklich umklappen, sodass man auch gemütlich mal sich hinlegen kann. Außerdem sind halt die Straßen hier in Amerika nicht wirklich die besten. Das heißt, man hat wirklich bei harter Federung immer solche bup, 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 bup. Und da muss man sich halt einfach daran gewöhnen oder das akzeptieren, dass es halt wirklich auf langer Fahrt extrem mühsam werden kann. In meinen Augen die entspannteste Fahrt ist in einem SUV oder einem Truck. Warum? Ich finde halt die Position, wo man sitzt in einem SUV oder in einem Truck noch mehr, man sitzt da wirklich sehr hoch und man hat Überblick auf die Straße und es ist gemütlich zum Fahren. Außerdem hast du auch jede Menge Platz für Koffer, Gepäck. Du kannst dich wirklich hinlegen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, was beim Mustang nicht der Fall sein wird oder bei einem Sportauto. Du hast die Möglichkeit, deine Beine zu strecken. Das fehlt dir halt auch in dem Mustang, wenn du etwas größer bist. Also ich bin jetzt 1,80 und es wird wirklich nach ein, zwei Stunden beginnt es wirklich unangenehm zu werden in einem Sportauto. Ich bin tatsächlich schon auf vielen Roadtrips gewesen hier in Amerika, wo man halt längere Zeit über 5, 6, 7 Stunden im Auto gesessen ist und gefahren ist, hauptsächlich natürlich. Und ich muss wirklich sagen, dass bei einem SUV es viel angenehmer ist. Ich habe das schon oftmals mit einem Camaro gemacht, den Wagen von meiner Frau. Wir sind da von Kalifornien nach Colorado umgezogen und das war eine Strecke von 15 Stunden Einweg. Und auch beim Rückweg dann wieder den Umzug von Colorado nach Kalifornien habe ich die erste Fahrt im Camaro gemacht und die zweite Fahrt dann wirklich ganz kurz in einer Woche in einem Truck, in einem Ford 150. Und ich muss sagen, das ist wie Tag und Nacht. Man kommt relaxed an, nicht so abgekrampft und müde wie in einem Sportauto, weil die Fahrt einfach viel angenehmer ist. Man ist erholter auf der Fahrt und ja, also ich bevorzuge auf jeden Fall einen Truck, dann ein SUV und dann einen Sportwagen. Dein Vorteil bei einem SUV ist natürlich, wenn du einen großen hast, wie der Exhibition oder den Suburban von Chevrolet, der ist riesig. Da könntest du auch eine Matratze reinlegen, wie ich es von einem Jahr schon mal gemacht habe. Da war ich in etwa, glaube ich, einen Monat knapp, 3 Wochen auf einem Roadtrip und habe meiste Zeit im Auto übernachtet, da habe ich wirklich eine komplette Matratze reingelegt und konnte dort gemütlich schlafen. War nicht zu heiß, war nicht zu kalt, war halt März. Oktober könnte es noch ein bisschen wärmer sein wie im März, wie ich unterwegs war. Der Nachteil natürlich von großen Autos ist natürlich der Verbrauch. Das heißt, unser Camaro und ich denke, der Mustang würde in etwa gleich viel brauchen. Da kommst du 25, 26 Meilen weit mit einer Gallone. Mit einem SUV kommst du wahrscheinlich, so ein Mittelklasse-SUV, also nicht der ganz große, kommst du so vielleicht 20, 22 Meilen weit pro Gallone. Und wenn du einen Truck mieten würdest, der größte, würdest du in etwa 17, 18 Meilen weit kommen pro Gallone. Das musst du halt, komm ich gerade an, schwitzen hier, hochlaufen hier, die Treppe hoch.
Von dem her kommt es auch ein bisschen drauf an, was du gerne dein Budget haben möchtest. Du kannst natürlich auch einen kleinen SUV mieten, der hat natürlich dann einen besseren Verbrauch. Das musst du halt jetzt entscheiden, was du halt gerne ausgeben willst an Sprit und dafür an Komfort mehr zu gewinnen. Natürlich, wenn du jetzt hier weit fährst in den USA, sind das ein paar tausend Meilen. Von dem her kann es natürlich schon einiges ins Portemonnaie gehen, wenn man ein größeres Auto nimmt, wie ein kleineres. Muss ja nicht unbedingt ein Sportauto sein, könnte ja auch ein Mittelklassenauto sein. Da spart man natürlich viel mehr Geld, oder einen kleinen SUV wie einen großen SUV. Da kann man echt sparen. Kommt immer darauf an, was man halt ausgeben möchte für die Reise. Das normale Benzin kostet im Moment, heute ist der 29. September, kostet bei uns in Laguna so um die 6 Dollar das normale Benzin pro Gallone. Bei den Preisen hier muss man echt achten, wo man tankt, weil der Preis kann zwischen Stadt und Stadt wirklich variieren. Und das müsste nur vielleicht 10 Meilen Differenz sein. Da kostet zum Teil das Benzin dann gerade 1 Dollar weniger. Also da die zum Beispiel Chevron, Shell, die großen Namen würde ich meistens meiden, weil die meistens teurer sind. Wenn man dann halt eine Tankfüllung hat von 25 Gallonen, dann sind das halt gleich mal 25 Dollar, einfach mehr Ausgaben für eine Tankfüllung, nur weil der Benzinpreis 1 Dollar höher ist. Man könnte sich ja natürlich auch ein richtiges Sportauto mieten, dann wäre der Gallonenpreis so oder so Schnurze. Wenn du in einem Nationalpark tanken willst, dann sind meistens die Benzinpreise wahnsinnig teuer. Auch wenn man auf einem Roadtrip ist und dann halt von Stadt zu Stadt ist, achtet, dass man wirklich in Städten tankt, weil auch unterwegs, an kleinen Ortschaften oder nur Tankstellen, kann das Benzin auch wahnsinnig teuer sein. Ich fiel gerade noch ein, dass der Vorteil von einem SUV oder einem Truck, wenn man in Nationalperke fährt oder allgemein ein bisschen rumfährt in Amerika, dass man halt da nicht immer nur auf geteerten Straßen fahren muss, sondern wenn man in Nationalperke fährt, hat man auch wirklich auch viele so Landstraßen, wo aber dann auch ansteht oder dran steht, dass man halt hier nur mit Allradantrieb reinfahren darf. Und um ein bisschen mehr Spaß zu haben auf dem Roadtrip, würde ich dir wirklich solche Straßen empfehlen, weil die machen echt Spaß, wenn man das richtige Auto dabei hat. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen aufzeigen, was meine Präferenzen sind, also was ich bevorzugen würde auf einem Roadtrip. Und ja, falls du das Video magst, bitte gib einen Daumen hoch und abonniere doch meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ich würde mich freuen, dich wieder zu sehen im nächsten Video. Ciao zusammen!